Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un hat den Test einer neuartigen Interkontinentalrakete bestätigt. Die strategische Waffe solle der ganzen Welt die Macht der Volksrepublik vor Augen führen, so Kim. Er habe persönlich den Test der ballistischen Rakete geleitet, wie diese Bilder zeigen sollen. Die USA, Südkorea und Japan verurteilen den Raketenstart scharf. Washington hat neue Sanktionen gegen Einrichtungen angekündigt, die sensible Elemente für das Raketenprogramm beschafft haben sollen. Darunter auch zwei russische Unternehmen. Heute berät der UN-Sicherheitsrat über den größten Raketentest Nordkoreas seit 2017.